Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmerunde von Clicker Heroes. Ja, ich möchte euch jetzt nach langer Zeit, also ich habe gepusht ohne Ende, also was heißt ohne Ende? Es gibt wahrscheinlich Profis, die ballern das hier innerhalb von kürzester Zeit so auf die Hunderttausende. Aber naja, so ein Profi bin ich nun mal nicht. Aber ich mache das Spiel ganz gemütlich, habe auch über lange Zeit jetzt immer mal wieder gespielt, habe auch schon viele Clicker, wie ihr seht, also 5 Stück. Vielleicht auch nicht so viele wie andere, aber für mich schon sehr viel. Ich mache natürlich alles ohne Echtgeld, weil da habe ich irgendwie kein Interesse. Ich versuche alles selber zu spielen. Ihr seht, ich bin wieder bei 306 Rubine. Ich habe echt, ich lasse das Spiel eigentlich nebenbei immer mal laufen, aber jetzt ist langsam die Zeit, wo ich natürlich auch mal wieder eine Aufnahme machen muss. So, Räusper die Räusper. So, wir haben für unsere Rubine und Dschungeleiste doppelten Schaden. Das ist eine konstante Sache. Zeitraffer habe ich nie gekauft, meines Erachtens auch irgendwie Blödsinn, außer man ist wirklich in den brutalsten Gebieten. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich denke aber mal eher nicht, weil hier unten steht ja auch, beim Zeitraffer wirst du als inaktiv eingestuft und erhältst die Inaktiv-Boni. Ja, da ich das Spiel jetzt aktiv spiele, wenn ich das Spiel spiele, versuche ich aktiv das Spiel zu spielen. Inaktiv gehe ich auch von den Skills her nicht mehr so wirklich drauf. Ich versuche halt wirklich aktiv zu sein. Meines Erachtens auch ein bisschen effektiver als inaktiv natürlich. Aber, ne, wie es schon sagt, man muss aktiv sein. Ist halt natürlich wieder diese blöde Sache. Ja, goldene Helden, also vergoldete Helden. Habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht, weil meines Erachtens auch Blödsinn. Oder habe ich das schon ein, zwei Mal gemacht? Aber ich glaube nicht. Aber könnte natürlich sein. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ganz am Anfang vielleicht, um mal zu testen. Aber lohnt sich nicht. Man bekommt genug eigentlich. Und echt Geld hier reinballern. Vielleicht für Clicker-Heroes zum Supporten oder so. Könnte man es machen. Aber ich bin halt nicht derjenige, der da so viel Geld ausgeben möchte. Oder halt auch kann, sagen wir mal. Relikte habe ich natürlich auch nicht gemacht, weil plus 3 Relikte sind halt nach jedem Full Reset, also Full Reset im Sinne von Antiken hier, diese überweltliche Macht, da sind die natürlich auch wieder weg. Die hat man natürlich dann, glaube ich, nicht dauerhaft. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob man die dauerhaft hat, auch nach einem Komplett-Reset. Bei Klickern weiß ich, die behält man, aber Relikte verschwinden, glaube ich, immer. Ich glaube, die einzige Sache, die sich halt lohnt, ist halt dieser Aufstieg. Aber auch erst, wenn man brutal weit ist, wo das wahrscheinlich Stunden über Stunden dauern wird, um wieder hochzukommen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir werden jetzt euch gleich demonstrieren, oder ich werde euch gleich demonstrieren, wie lange das dauert bei dem, wo ich derzeit bin, was eigentlich noch gar nicht weit ist. Ich weiß gar nicht, wo die letzte Aufnahme aufgehört hat, bei welcher Stufe. Ich glaube, das war irgendwie so bei 2.000, 3.000 oder 4.000. Ich weiß es nicht. Müsste ich eigentlich mal wieder reingucken. Ja, das nächste Ziel natürlich für uns persönlich, wieder ein Klicker. Umso mehr Klicker, umso mehr Klick macht's. So, ja, wie gesagt, 63 Überschreitungen. Also überschreiten für plus bla bla bla, ne? Werde ich als nächstes machen. Aber ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wie lange es dauert von 0, also von Ebene 1, bis zu dem, wo ich so circa bin. Aber ohne jetzt wirklich immer zu warten. Sind meine Aktivitäten wieder da? Ist mein Boni wieder da? Oder was weiß ich? Sind meine ganzen Skills wieder da? Sind die ready? Und die dann zigmal nutzen? Nein, ich möchte euch jetzt nur zeigen, wie weit ich komme. Das wird jetzt auch nur eine Folge. Ich werde gucken, dass ich das mal ins Zeitraffer kriege. Habe ich noch nie gemacht. Bei Sony Vegas mit Zeitraffer arbeiten, sodass das halt sich mehr oder weniger vorspult, bis auf das, was ich jetzt gerade quatsche. Deshalb versuche ich das nicht so lang zu machen. Obwohl, es ist schon lang, ne? Fast 4 Minuten, fast 5 Minuten. Ich versuche echt, so schnell wie möglich das Maul zu halten. Ich zeige euch nur den Anfang, wie ich momentan vorgehe. Wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie man das besser macht. Schaue ich mir gerne an. Ne?
Weil ich weiß nicht, ob es hier eine perfekte Lösung gibt, um irgendwie die 1 Million zu erreichen. Weil mein Ziel ist es ja, die 1 Million zu erreichen und das ganze Achievement zu kriegen. Ich habe schon einige Achievements, aber das ist eigentlich mein Ziel. Weil ich möchte halt, dass ich auch Achievements hante, das Achievement erspielen. Ich will mir nichts ermogeln, erschummeln oder erkaufen. Ich möchte es erspielen. Das ist mein Ziel. In Steam gibt es diese 1 Million, so wie ich gesehen habe, gar nicht mehr. Ich glaube, da geht es nur bis 250.000, weil die haben sie irgendwann mal rausgenommen, warum auch immer. Ihr seht, ich bin bei 9.854. Aber das, ich habe hier schon jede Menge Neustarts gemacht, sind wohl nicht so viele, wie andere sich das denken. Also 111 ist jetzt unser aktueller. Wir quatschen schon fast 6 Minuten, nur Blödsinn. So. 9.854 höchste Ebene von mir bis dato. Wir haben auch einen Clan aufgemacht. Ihr seid herzlich eingeladen natürlich. Impex Community zeige ich euch jetzt gleich auch noch. Wie gesagt, wir nehmen alle auf. Alle. Alle. Es wurde auch was Schönes reingepatcht. Zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal ganz fix. 6 Stunden habe ich dafür gebraucht. Aber natürlich mit öfters mal die Fertigkeiten boosten. Also hier die Fertigkeiten, die an der Seite kommen. Ne? Die habe ich halt sehr oft aktiviert in den 6 Stunden. Ich möchte euch aber jetzt keine 6 Stunden zeigen. Ich glaube, so nach 1,5 Stunden bin ich durch damit. Aber mit dem Zeitraffer, ich hoffe, das Video wird dann nicht zu lange für euch. Ich weiß nicht, ich werde das auf jeden Fall schön mit Musik irgendwie ein bisschen unterlegen, dass es euch nicht so, ja, ich sage jetzt mal, stresst. So, ja, Fertigkeiten haben wir schon ein bisschen was. Ja, Heldenseelen haben wir natürlich immer sehr gut. Mein Antivirus meldet sich, warum auch immer. So, hier sind wir natürlich auch gut dabei. Ich werde euch jetzt gleich nur noch zeigen, vielleicht für Leute, die sich damit noch gar nicht auskennen. Das ist auch so eine Sache, die ich nach der Zeit halt erst erfahren habe oder rausgekriegt habe. So, ich bin natürlich hier bei diesen Relikten bin ich auf Dauer gegangen. Goldenes Klickendauer. Oder Klicksturm, wo haben wir den? Da, goldenes Klickendauer ist dann nochmal. Hier Klicksturm und Glückstreffer. Und hier bei Superklickdauer. Ich zeige euch jetzt gleich, warum ich das mache oder warum ich da drauf gehe. Es sind nicht die besten Relikte, das weiß ich glaube ich selber. Es gab schon viel geilere, aber ja, nach so einem Reset, ne, ich schalte natürlich alles weg, der Blödsinn. So, dann. Hier, Impex TV Community, könnt ihr gerne eine Anfrage schicken. Ich nehme sie dann auch gerne an. Also, wie gesagt, wir sind momentan hier ein kleiner Trupp. Paddy ist auch schon aus dem YouTube-Kanal gekommen. Freut mich natürlich sehr. Also, ich freue mich auch über jeden Kommentar und alles. Ich antworte drauf, manchmal nicht direkt, aber ich garantiere euch, wenn das was Sinnvolles ist, antworte ich auch. So, ja, Leitekane, Bodan, Luciel, es gibt jetzt halt Möglichkeiten. Es gibt jetzt hier irgendwie, ich sag jetzt mal Helden, wie Schurke oder irgendwie Heiliger oder sowas, oder hier Magier, Priester, Schurke. Es gibt hier halt so ein paar neue Features, ne? Man kann halt hier jetzt seinen Charakter leveln in dem Sinne. Jeden Tag gibt es einen Gildenboss, sage ich jetzt mal. Dadurch bekommen wir hier unten, wenn wir den besiegen, eine Belohnungsbox mit Rubine und halt Titanseelen. Die sind halt nur dafür da, um aufzusteigen. Aber ich muss sagen, das ist ein schöner Boost. Jeden Tag so 10, manchmal 16. Es geht immer höher. Rubine, voll geil. Also voll geil. Kommt so früh wie möglich hier in die Community rein und schnappt euch natürlich jeden Tag mit uns dann hier diese Rubine. So, ja, und dann halt der Boss. Per se, den kriege ich momentan nicht down, weil wir haben schon ein paar Suchtis, werdet ihr jetzt gleich merken. Die sind um einiges weiter. Ich mache da, glaube ich, ja, den Stinkefinger zeigt der Boss mir immer so und lacht mich aus und dann gehe ich wieder. Ne, aber mehr passiert da eigentlich nicht bei mir. Deshalb müssen andere Leute den verprügeln. Ich rufe dann immer meine Brüder und die hauen den dann kaputt. Ja. 9.800 und ein paar zerquetschte. Alle sind höher wie ich. Geil, ne? Der beste Leader, den es gibt. Faul und sonst noch was. Ja, wir haben einen Suchti, unseren Leitekane, wie ihr seht hier, 258.000er Ebene. Er hat aber, jetzt muss ich sagen, neu angefangen, um mit mir dieses Projekt zu starten, Richtung 1 Million zu wandern. Ihr habt gesehen, ne, ein paar Folgen vorher, Leitekane mit im Splitscreen. Pff, krank der Junge.
keine Ahnung, hat kein Hobby, hat kein Leben. Ne? Muss ich mal irgendwie eine Möhre in den Keller schmeißen oder so, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, in diesem Sinne versuche ich jetzt mal hier zu boosten. Die ersten 2 Minuten wartet ihr. So ist meine Variante immer, einen schönen Klicker drauf. Hier immer natürlich, ne, mit, wenn ihr T drückt, könnt ihr natürlich auf die Maximumstufe gehen, damit ich nicht hier immer Einzel- oder Zehner-Schritte machen muss. So, ich gehe natürlich erst die ersten paar Stufen gehe ich hier so runter und baller erstmal meine ganzen Helden hier an, damit die ganzen Fertigkeiten bekommen. Hier, der ist natürlich sehr, sehr wichtig, ne? König Midas, wegen halt hier mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold. Der ist auch, der Rippenspreizer ist auch wichtig für das dunkle Ritual. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Dann sollten wir jetzt gleich, wenn ich unten angekommen bin, hier bin ich angekommen, kaufe verfügbare Upgrades. Na, okay, komm dich Arsch, nimm mal noch mit. So, dann haben wir alle Fertigkeiten schon mal per se da. So, das Schöne ist, habe ich auch über die Zeit gelernt, ich mache das dunkle Ritual, weil keine Ahnung, ob ich das je schaffe mit bis zu 20 Schmal. Also unser Leiter Kane hat auch gesagt, der resettet immer und ja, die 20 Mal hat er auch nicht auf. Er verdoppelt das wohl, er macht verdoppeln. Inklusive das dunkle Ritual, dann sind das wohl direkt 2 Stacks. Am Ende kann man nicht 20, sondern 40 haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil bei dem sieht man das halt nicht so. So, aber es kommt jetzt. Ihr seht hier, die Dauer 7 Minuten und 52 Sekunden läuft der Klicksturm. Ne? Der Cooldown ist geringer wie die Dauer. Das ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ihr müsst gucken, dass ihr natürlich die Dauer länger kriegt wie den Cooldown, weil dann könnt ihr mit diesem Verdoppeln und dem Klicksturm und wenn ihr dann einen automatischen Klicker gleich draufzieht, dauerhaft diesen Verdopplungseffekt halten. Ihr könnt den hell halten, der geht nicht weg. Das bedeutet, es wird immer, der Cooldown ist immer schneller fertig wie die Dauer und der wird dann immer weiter resettet. Der läuft immer weiter, immer mit dieser Verdopplung. Das ist natürlich geil, Verdopplung auch mit Energieschub. Ihr seht, Dauer ist höher wie der Cooldown. Wichtig, ist zwar nicht viel, aber dann habe ich dauerhaft 200% DPS. Genau dasselbe, verdoppeln und Crit, Glückstreffer. Ne? Dann habe ich dauerhaft 100%. Ich muss das Ding nicht mehr aktivieren, sondern nur einen automatischen Klicker drauf machen. Klar, manche sagen jetzt, wäre es nicht besser, diesen automatischen Klicker hier auf den Mob zu machen? Nein, bei manchen Situationen ist das wohl nicht nötig, weil wir halt mit diesem Crit, dem DPS und dem doppelten Klicker, hier kriegen wir ja eh wieder einen Klicker als Reserve, ne, macht man viel mehr Schaden, auch mit weniger Klickern auf dem Boss. Aber diese Fertigkeiten sind abnormal. Wäre natürlich geil, wenn goldenes Klicken, versuche ich momentan auch, auf Dauer höher wie Cooldown zu kriegen, aber das sind halt Fertigkeiten, die brauchen halt, die haben einen sehr, sehr hohen Cooldown. Genau wie Superklicker. Im Moment ist die Dauer halt noch geringer wie der Cooldown, also ist das mit Verdoppeln zwar hin und wieder mal möglich, aber dieser dauerhafte Effekt wie hier oben bei den dreien ist halt nicht möglich. Da müsst ihr, wie gesagt, drauf gucken, dass ihr halt dann Relikte bekommt, die halt die Dauer pushen von diesen Effekten. Ne? Hier, goldenes Klicken, 670 Sekunden, das bedeutet 11 Minuten und 10 Sekunden sind hier drauf gekommen. Aber es reicht immer noch nicht, weil Cooldown ist auf 19 Minuten. Wäre natürlich geil, weil dann könnt ihr auch verdoppeln und goldenes Klicken einmal. Ein Klicker wieder drauf, nach und nach habt ihr ja genug Rubine, dann fällt das auch nicht so auf. Am Anfang ist natürlich wichtig, Klicksturm, Crit, das könnt ihr ein bisschen vernachlässigen, weil ist halt nur so ein netter Nebeneffekt, aber wenn ihr dann halt den Klicker habt, könnt ihr es nutzen. Das dunkle Ritual aktiviere ich zum Beispiel immer direkt, weil ich habe keine Lust hier bei Energetisieren diese 20 Minuten zu warten. Ihr werdet jetzt merken, ein Klicker ist drauf. Da werden jetzt gleich 3 Klicker drauf sein und ich werde aber nur einen drauf ziehen. Ne? Hier, verdoppelt, also der eine bleibt, plus 2 kommen jetzt dazu durch diese Fertigkeit. Normalerweise kommt einer, aber Verdopplungseffekt. Inklusive den Klicker sind es 3. Jetzt läuft das. In 3 Minuten ist der Cooldown wieder ready. Das läuft aber 7 Minuten 49 Sekunden. Das ist das Geile. Deshalb mache ich jetzt hier einen automatischen Klicker auf den Klicksturm. Der aktiviert das in 3 Minuten wieder weiter.
Das wird permanent bleiben, dass dieser dritte Klicker, der Gratis-Klicker, dann da ist. Diese Fertigkeit ist dauerhaft aktiv. Jetzt warte ich wieder 20 Minuten und mache dasselbe wieder. Verdoppeln mit Crit. Verdoppeln, Energieschub. Dann habe ich diese drei Fertigkeiten dauerhaft im Boost. Und das ist natürlich eine richtig geile Sache. Also wirklich. Beste wäre natürlich, Optimalfall, irgendwann tut das vielleicht mit den Klickern halt nicht mehr so weh, Metalldetektor, goldenes Klicken und Superklicken noch dabei zu haben. Ne? Wäre natürlich mega. Dauerhaft jede Menge Gold durch diese Doppelkombination und Superklicken jede Menge Schaden. 400% Klickschaden. Ist natürlich auch fett, fett, fett. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Tja, ich werde jetzt mal mehr oder weniger mich gleich rausschalten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen für die Leute, die sich nicht so mit auskennen. Aber das dient halt so als Mini-Tutorial-Video. Naja, soll aber das Let's Play mehr oder weniger nebenbei als Effekt sein. Ich werde euch jetzt nur zeigen, wie lange es schon dauert, von hier bis 9000 und also kurz vor 10.000 zu kommen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Wahrscheinlich komme ich auf 9.300, 9.400. Ansonsten müsste ich halt dauerhaft hier super klicken und alles wieder aktivieren. Aber ich werde es einmal aktivieren, inklusive. Und dann werdet ihr sehen, wo ich das Break mache. Aber dann hören wir uns nochmal, meine Lieben. Da werde ich nochmal quatschili-quatschi mit ihr machen. Wie gesagt, ich spule es vor. Ihr werdet jetzt keine 2 Stunden oder so zugucken müssen. Ich spule das jetzt vor für euch. Rakete, ich schalte mich raus. Bis gleich. We'll be right back.
So, meine Lieben, ja, da bin ich wieder. So, jetzt habt ihr natürlich gesehen, wie schön langwierig dieses Spiel sein kann. Also, wir sind gerade in die Richtung 10.000 und es ist jetzt schon enorm. Es ist einfach nur richtig heftig. Aber ihr habt gesehen, die Spielweise, ne, alles schön mit Verdoppeln. Man könnte natürlich jetzt noch ein bisschen was rauskitzeln, indem man selber klickt. Selber die ganzen Skills aktiviert, selber die Helden wieder levelt oder den Helden, weil ich knall zum Beispiel alle meine Vergoldungen auf einen Helden. Ist natürlich auch sinnvoll, weil konzentriere dich lieber auf einen Helden, level alle, dass die Fertigkeiten aktiv sind, aber Damage einfach nur auf einen Helden. Guck, dass dieser halt natürlich viel Schaden pro Sekunde hat. Hier 250, da 300, sind wir schon mal bei 550, plus dann noch diese Goldverdopplungen, hier die mit Level 8000, selbst noch nicht gehabt, aber ist natürlich ein schöner Boost, ne? Mit 100% mehr Gold, werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, wie gesagt, wir haben in diesem einen Run, wir hatten 306, glaube ich, an Rubine, jetzt haben wir 315, haben 9 Rubine gemacht, ist eigentlich auch okay, wir haben unseren Helden wieder, man könnte, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen was rauskitzeln, indem man alle Klicker dann nur auf den Boss ballert. Ihr seht, es geht unten immer noch ein Stückchen weiter. Jetzt könnte man zum Beispiel wieder aktivieren. Kommen wir wieder ein Stück weiter. Nachher, also so in 4 Minuten läuft alles aus, dann 6 Minuten Cooldown. Dann könnte man wieder alles pushen. Dann kommt man vielleicht wieder so, ja, ich sag mal so 30, 40, 50 Ebenen weiter. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man Richtung 1 Million will. Deshalb müssen wir uns irgendwie was anderes einfallen lassen. Und dann werde ich mit der nächsten Folge auf jeden Fall mich drum kümmern, ein Komplett-Reset, also Komplett-Reset, nicht von komplett neu anfangen, sondern überwältigende Macht oder überweltliche Macht, wie es auch immer heißt, eine Überschreitung machen. Ich werde jetzt mit euch wieder überschreiten und werde mit euch dann die ganzen Dinger mal hier durchgehen. Oh, hier, 2 Rubine. Klick, klack, Schabernack. So. Mal gucken. Ja, wir werden natürlich auf die aktiven Boni gehen, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Hier natürlich drauf, Urseelen, Schaden pro Sekunde, alles was so aktiv mehr gibt. Wie gesagt, man könnte jetzt halt stundenlang noch weiter pushen und wahrscheinlich würde ich auch endlich mal in den fünfstelligen Bereich kommen. Meine höchste Ebene, wie ihr gesehen habt, ist 9854. Könnte ich schaffen, aber hier ist schon tilt. Wir können jetzt nochmal hier die ganzen Klicker drauf machen. Wie gesagt, die Fertigkeiten müsstet ihr dann selber anklicken. Sobald die ready sind, am besten wieder anklicken. Das wäre halt möglich. So, hier haben wir 7 Klicker drauf. Wir klicken nochmal selber. Aber ihr seht, was bringt das noch? Das bringt nicht mehr so enorm viel. Ne? Man kommt halt immer wieder ein bisschen weiter. Das könnte man jetzt hinziehen bis was weiß ich wohin. Ne? Dann müssen wir natürlich den Helden wieder selber leveln und. Ne? Ihr seht, es wird schon wieder langsamer. Jetzt wieder klicken und wieder weiter. Das bringt uns vielleicht 200 oder 300 Ebenen weiter. Dann sind wir wieder da, wo wir aufgehört haben, nach was weiß ich, wie vielen Stunden. So, diese Aufnahme geht jetzt im Moment 1 Stunde 26 Minuten. Wir sind aber 1 Stunde 27 schon drin. Wir sind auf 9600. Ihr seht, hier war ich nach 6 Stunden. Aber es kann auch sein, dass ich natürlich stundenlang einfach nur die Fische gesammelt habe, weil Fisch bringt Rubin. Rubin gleich Fisch ist schön. So was, ne? In diesem Sinne möchte ich mich auf jeden Fall verabschieden aus dieser Folge. Wie gesagt, ihr werdet nicht das ganze Trauerspiel mitbekommen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend oder einen angenehmen Tag. Wann auch immer ihr das Video seht, weiß ich nicht. Und bis zur nächsten Folge. Und dann gehen wir auf die überweltliche Macht. Ciao, ciao. Bye.